willkommen zu unserer heutigen Curiosity Show. In fast jedem Obstsalat findet man heutzutage Stücke hiervon. Einer grünen Frucht, die allgemein bekannt ist als Kiwifrucht. Ursprünglich hieß sie mal chinesische Stachelbeere. Denn sie kommt eigentlich aus China und wurde erst vor 100 Jahren von dort nach Neuseeland geholt. Sie wächst an Reben, wie ihr sie hier seht. Da sind ein paar kleine, die brauchen noch etwas. Und hier habe ich eine Vollreife. Sie hat diese schöne grüne Farbe, die ihr alle kennt. Einer dieser Rebstöcke, die damals aus China importiert wurden, ist erstaunlicherweise noch am Leben, gleich da drüben. Der vulkanische Boden Neuseelands lässt sie nämlich hier viel besser gedeihen als je in China. Heute ist Neuseeland der wichtigste Exporteur für Kiwis und daher haben sie auch ihren Namen. Nachher zeigen wir euch in der heutigen Sendung noch ein paar weitere hochinteressante Dinge über Neuseeland.